Tag zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines in unserer Stadt Viridis. Wir hatten ja in der letzten Folge das Problem hier mit unserer Bäckerei, dass die hier zwar die Snacks produziert, aber wir nicht genügend Käufer haben für die Produkte. Und das Problem ist eigentlich relativ trivial. Wir kriegen die Produkte hier nicht wegtransportiert. Das heißt, wir müssen die Bäckerei und das Lager hier versetzen. Da ist jetzt meine Idee, dass wir das hier in den Energie- und Technikpark so ein bisschen überführen. Wir haben hier noch Platz an der Stelle. Und da möchte ich das direkt hier aufnehmen. Und wir nehmen hier ruhig wieder die zweispurige Straße mit dem Radweg. Und was ich auch machen möchte, ich möchte dann hier vorne auf unsere Hauptstraße kommen. Dazu muss ich aber ein bisschen Radweg entfernen und auch die Straße hier. Die führen wir nämlich jetzt einmal hier so entlang, reißen hier den Zaun ab. Nee, gucken, denn der Strombedarf ist nicht gedeckt. Wir müssen den Energie- und Technikpark erweitern. Da ist die Idee, ob wir das nicht vielleicht sogar ein bisschen, ob wir nicht noch einen zweiten Energie- und Technikpark errichten. Wir schauen mal. So, erstmal brauchen wir jetzt hier eine neue Verbindung. Das machen wir einmal, gehen wir hier geradeaus. Dann gehen wir hier 15. Gehen wir hier noch 5 um die Kurve rum. Hier gehen wir 5 um die Kurve rum. Machen hier eine Serpentine und schließen hier ab. Dann nehmen wir unsere Bäckerei und versetzen sie. Platzieren Sie hier vorne. Können wir vielleicht hier vorne hinsetzen. Genau. Wobei, vielleicht lassen wir das noch mal. Ich werde hier vielleicht die Straße dann noch mal geradeaus durchziehen. So. Noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten, was die Nutzung angeht. Also wir setzen die Bäckerei hier vorne hin, nehmen das Lager für die einzigartigen Produkte aus der einzigartigen Fabrik, setzen die hier auf die gegenüberliegende Seite. Können mich das Gelände hier gleich auch noch anderweitig nutzen, können jetzt glaube ich auch laufen lassen. Damit sollte das Problem sich lösen. Da müssen wir immer nach den Ampeln gucken. Genau, hier soll keine Ampel, sondern Stoppschilder hin. Gut, dann haben wir hier noch ein Problem mit der Fernwärmeversorgung. Das lässt sich aber leicht lösen. Das machen wir hübsch. So. Jawohl. So, das müsste sich jetzt ja auch hier ausgehen mit der Straßenbahnverbindung. So, und jetzt ja nämlich hier. Jetzt produziert sie, macht auch gutes Plus, also Faktor 3. Ungefähr, das ist doch schon prima. Können mich hier noch mal zwei weitere Mühlen hinsetzen, gucken wir nach dem Gelände. Das ist nämlich hier auch alles andere als ideal. Da brauchen wir etwas mehr hiervon, genau. So. Heben das Gelände hier an. Boah, das ist natürlich schon übel.
können wir das dann vielleicht so von unten so. Ja. Ja, dann machen wir das so rum und setzen hier noch die Industrie, Landwirtschaft, Getreidemühlen. Eine hier. Und eine hier. Und dann, so, die produzieren Mehl. Haben wir noch einen Lagerplatz hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Das Gelände können wir ein bisschen glätten hier. Ja. Gut. Das, ich glaube, das passt jetzt. Sonst gucken wir hier nochmal kurz in unsere Fabrik. Das ist gut, die sitzen auf 150% Produktionsrate. Dass die tierischen Produkte geliefert werden. Ob sich hier der Lagerhof überhaupt füllt. Aber damit haben wir das Problem nämlich schon mal gelöst. Ja. So, das beobachten wir jetzt mal, aber ich meine, dass das jetzt reicht. Gut, dann brauchen wir einmal Wasserpumpstationen. Können wir direkt mal platzieren, verbinden die auch direkt. Wir brauchen hier zwei weitere Kläranlagen. Ich glaube, dass unsere Feuerwehrhelikopter, die verschieben wir auch mal. Die setzen wir hier vorne hin. Und auch die Feuerwache, die setzen wir mal gegenüber. Das passt hier hin. Ich glaube, wir brauchen die Stromleitung hier auch nicht mehr. Oder? Ja, prima. Dann können wir hier mal zwei weitere Kläranlagen setzen. Brauchen wir sie dort? Öko-Inland. 1, 2. Und Anschluss ans Wassernetz. Gut, und jetzt gucken, Heizverfügbarkeit, da war es vorhin mal kurz, ploppt es auf, dass wir nicht genug Heizleistung haben mit unserem Geothermiekraftwerk. Das reicht aber. Gut, ohne mal nach dem eine brauchen wir noch. Wir sind hier unten noch nicht vollständig versorgt. Dann platzieren wir hier noch 1, 2. So, hier haben wir das Recyclingzentrum beim Müll, das checken wir auch mal schnell. Müllabfuhr, Müllverarbeitungsstatus, auch da müssen wir ran, aber die setzen wir nicht hier hin, die müssen wir geschickter platzieren. So, jetzt haben wir hier ein sehr großes Gebiet für die Kläranlagen. Das ist aber, glaube ich, ganz gut. Wir können jetzt mal gucken, ob wir noch hier ein geothermisches Kraftwerk reinbekommen. Das würde hier reinpassen. Das können wir hier platzieren. Ja, zack. Ja. Hier direkt am Kai. Ja. So, damit sind wir, glaube ich, erstmal wieder safe. Mal kurz hier nach unserer Bäckerei. Alles gut. Ja, das ist sehr schön. So, beim Müll, da müssen wir jetzt mal gucken. Also wir haben hier ein Problem, sehe ich gerade mit dem Bestattungswesen. Wobei, das ist Quatsch. Wir haben eigentlich genug. 2, 3. Da ist, glaube ich, nur gerade kein Auto gefahren. Ja, ja, alles gut. So, unser Windpark produziert auch Strom. Jetzt hier überall aufploppen diese Gewerbeeinheiten, denen die Produkte fehlen. Da müssen wir auch noch mal gucken, ob wir vielleicht über
den Güterverkehr, den Schienenverkehr noch was zu machen. Das schauen wir mal. Wir ergänzen einmal den Radweg, den wir jetzt hier abgerissen haben. Der muss hier einmal langgeführt werden. Hier vorne. Und dann soll der hier vorne auch nochmal einmal hin, damit wir hier entlang der Straße fahren können. Dann geht der hier vorne, können wir vielleicht hier auch auf der Seite einmal bis hier vorne ziehen und dann den Zaun, den wir hier hatten, zur Wühlbeck ersetzen. Das ist dieser Zaun und dann ziehen wir den bis wo hätte er denn auf? Wo habe ich den jetzt abgerissen? Hier. Na? Der soll uns nicht den Radweg abreißen. Das ist nicht in meinem Sinne. Aha, da haben wir jetzt das Studienjahr an unserer Johann Comenius Berufsschule abgeschlossen. Das ist prima. Da haben wir deutlich mehr Studierende und sind deswegen auch eine Stufe weiter, haben ein neues Reputationslevel erreicht, nämlich angesehen. Was bekommen wir neu? Berufsschulstatus, den IT-Club, Berufsschulbibliothek, Tourismusfakultät und Berufsschulfestsaal. Ah ja, prima. So, also hier müssen wir jetzt einmal gucken, wo ist er? Da. So. Damit haben wir den Zaun hier gesetzt und den möchte ich jetzt hier auch weiterziehen bis hier vorne und dann um die Kurve rum. Damit hier keiner sich unserem Energie- und Technikpark unnötig nähert. Wir können hier vielleicht noch ein bisschen Gewerbe platzieren. Bedarf haben wir ja. Ich glaube, das schadet nicht. Ja. So, jetzt gucken wir uns das Industriegebiet nochmal im Gesamten an. Wo ist sie hier? Da ist der von Liebighof. Also, jetzt, das konnte man reduzieren hier. Ich glaube, deutlich verbessern können wir es nicht. Wir machen einen Gesamtprofit von 11.200 Geldeinheiten. Das ist gut. Jawohl. So, jetzt ist hier Polizei. Sieht eigentlich auch gut aus. Wir könnten hier nochmal vielleicht eine Polizeistation ergänzen, denn ja, hier ist Bestattungswesen. Das ist eigentlich alles gut. Was sagt denn der Verkehr? Hat der ein Problem, der Verkehr? 91%. Eigentlich auch alles gut. Gehen wir noch mal kurz hier unsere Buslinien durch. Also die sehr beliebten, die Lohberg-Linie. Alles gut, das sieht sehr gut aus. Und auch die Straßenbahn, 570 Passagiere bei der Hiesfeld-Buchholz-Wellem-Linie. Wahnsinn. Da mal 69 stehen, das ist hier vorne. Okay. Und dann 400, wo ist das denn? Wahnsinn. Das ist hier an der Berufsschule. Wo wollen die denn alle hin? Können wir da vielleicht nochmal eine neue Linie? Wahnsinn, da müssen wir vielleicht dann nochmal aktiv werden. An Haltestellen ist nicht so viel los. Wir können ja mal ein paar Fahrzeuge ergänzen. Vielleicht löst sich das Problem auch, aber 400 ist natürlich schon Wahnsinn. Vielleicht müssen wir da nochmal eine neue Expresslinie schaffen. Vielleicht. Ja, wir warten mal ab, wie sich das jetzt entwickelt mit den neuen
drei neuen Straßenbahnen. Gut, wir haben jetzt ja dann auch noch letztes Mal diesen Wanderweg hier angelegt. Dann möchte ich ruhig hier den Mosel-Wanderweg nennen. Entlang hier unserer Mosel, nennen wir den Fluss ruhig mal so, wo er sich bewegt. Wir haben hier das Tor, das Haupttor. Eine Idee, die ich ganz charmant finde, wir können hier nochmal Fährhaltestellen setzen. Mal gucken, da brauchen wir mal eine Straße für. Jetzt wäre noch diese alte Burg. Also wir haben hier die Fährlinie, die geht hier vorne an den Nebeneingang von den Testerbergen. Wir haben hier, das war ja unser Freizeitdistrikt hin, dann können wir vielleicht hier vorne setzen wir einen hin. Und dann auf dieser Seite noch Platz hier vorne wäre, glaube ich, ganz elegant. Als Fähranleger. Dann können wir vielleicht hier jetzt mal gucken. Der Wanderweg, den müssen wir gleich sowieso ersetzen. Schief in Hiesfeld. Hier um die Biegung rum. Und dann haben wir hier auch nochmal so einen Park. Den können wir vielleicht auch noch mit integrieren. Quasi als Endhaltestelle. Ja, müssen wir mal gucken, wie das jetzt gleich aussieht. Vielleicht setzen wir den. Ist noch nicht für einen Straßenzug. Aber das werden wir wahrscheinlich dann eh Sackgassen. So, also da haben wir einen. Das hier können wir vielleicht noch ein bisschen verschieben. Gucken wir, wie weit wir hier reinkommen in den Fluss. Ja. Nicht ganz ideal. Das sieht etwas. So richtig gut sieht er noch nicht aus. Das ist vom Höhenwinkel besser oder von der Wasserhöhe. So, der ist gut. Der Anleger, jawohl. So, jetzt machen wir hier überall Straßenverbindung. Da machen wir aber so eine einfache Straße. Nichts Besonderes. Und dann schmeiße ich die Verbindung hier hin. So, dann ist das verbunden. Dann haben wir hier einen. So, hier glaube ich ein bisschen das Gelände anpassen, dass wir hier auch die Straße hinkriegen. Oh, jetzt gibt es hier noch einmal Überflutung, das hört aber sofort auf. Na komm, Wasser, geh weg. Hier meine, achso, die habe ich nicht an, dann wird es schwierig. So haben wir das, dann hier vorne. Haben wir da die Verbindung. Und dann machen wir hier noch eine. Das wird nicht so einfach. Da müssen wir nicht glaube ich noch mal versetzen. Diese Haltestelle, die setzen wir hier vorne hin. So. Jetzt auch hier noch ein bisschen das Gelände anpassen. Und dann werden wir hier einmal mit dem Tool
Wunderbar. Da müssen jetzt hier überall die Parkwege natürlich wieder gerade ziehen, die wir jetzt alle kaputt gemacht haben. Also hier. Da müssen wir das hier wieder ausmachen. Das machen wir so. Hier reißen wir auch ab. Fügen hier hin und gehen auch dann hier zum, ne? Das war zu nah. Zum Ferne. Ich glaube, die Verbindung brauchen wir dann nicht. Da können wir ein paar Bäume platzieren. Falsch, Bäume sind hier. Jawohl. Wir können hier auch noch mal ein bisschen Buschwerk setzen, um so ein bisschen hier diese Küste da zu verhindern. So, jetzt haben wir hier natürlich Stroh und Wasserprobleme. Also hier brauchen wir eine Verbindung hier runter. Sehr gut. Dann haben wir hier keinen Strom. Das kriegen wir aber auch hin. Also hier einmal Gelände. Das ist wunderbar. Hier haben wir auch noch eine Kitsche drin. Kriegen wir hier raus. Jawohl. Sehr gut. So, dann haben wir hier. Das müssen wir noch reparieren. So, dann brauchen wir hier auch die Nahwärme. Da folgen wir auch hier der Straße, wie üblich. Wir brauchen noch Strom, aber da können wir vielleicht hier ein bisschen Gewerbe platzieren. Achso, können wir noch nicht, aber vielleicht können wir hier schon mal ein bisschen Gewerbe. Geschäfte für die Touristen und legen dann hier eine temporäre Stromleitung. Die brauchen wir ja nicht lange. Die kommt dann von hier aus. Geht dann hier rüber, hier hin. So, dann haben wir das auch. Der nächste. Die Verbindung hier ist gar nicht so schlecht mit unserem Weg. Jawohl, auch da brauchen wir noch eine Stromverbindung, da sitzt auch ein bisschen Gewerbe. Jetzt haben wir auch wieder ein paar kleinere Geschäfte auch wieder für die Touristen. Und ziehen dann hier auch die Stromverbindung einmal hier rüber. Das ist wie gesagt nur temporär. Jawohl, dann kommen wir der Sache näher. Wir haben jetzt hier unsere Fährverbindung. Die müssen wir jetzt noch mal einmal ziehen. Also, wir wollen hier einmal hin. Wir müssen hier natürlich an das Depot. Folgen dann hier dem Flusslauf. Gehen hier etwas in die Mitte des Flusses, um die Schleife rum. Hier vorne ran. Doch hier
gehen wir wieder in die Mitte des Flusses. Das sieht, denke ich, schöner aus. Und kommen dann hier an. Und dann der letzte Weg. Jawohl, so, hier fehlt noch Strom. Ich denke, auch da werden wir Gewerbe platzieren. Da machen wir hier ein paar hin. So, das sollte sich dann, denke ich, entwickeln. Das kann auch nochmal so ein Café, Tourismus, Geschäft oder sowas sein. Sehr schön. Können hier vielleicht nochmal so ein bisschen das. Boah, Hilfe! Das Gelände ist eigentlich schon sehr wild hier. Oh ja. Na, das machen wir nochmal hübsch, wenn wir jetzt uns um den Weg hier kümmern. Ich finde es auch nicht schlecht, dass der Weg jetzt hier unten lang geht. Also wenn es hier unten auf dem Weg ist, jetzt nicht direkt auf die Hochhäuser schaut. So, der Moselwunderweg ist parat. Hier haben wir die Stromverbindung gekappt. Oha. Ja, da brauchen wir hier. Auch der Bahnhof hat gerade keinen Strom. Auch da brauchen wir was Temporäres. Haben wir hier nicht vielleicht die Möglichkeit, auch noch ein bisschen Gewerbe entlang zu platzieren? Das fände ich eigentlich ganz charmant. So, vielleicht entwickelt sich da ja was. Ansonsten müssen wir den Strom nochmal hier rüberführen. Da entwickeln sich kleine Geschäfte. Ja, angeschlossen. Ja, wunderbar. Und kleine Cafés oder sowas. Ne? Wieso hat er jetzt hier? Doch, Strom ist da. Müsste jetzt eigentlich rüberwandern. Dann machen wir hier noch unsere. Wollen wir sie? Nein. Nahverkehr. Eine Fährlinie. Wir starten hier. Hier rüber und dann fahren wir alle Fährstationen einmal an oder Anleger, drehen hier um und fahren auf dem Rückweg auch wieder alle an. Da haben wir ein neues touristisches Highlight. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Wir brauchen jetzt hier reichen zwei Boote. So viel ist nämlich hier nicht los, das muss ich ja alles erstmal entwickeln, deswegen reichen jetzt erstmal zwei Boote. Gucken wir mal, wie gut das dann funktioniert. So, Strom ist da. Da fahren sie. Ja, vielleicht können wir hier, reicht hier auch ein Boot erstmal. Das können wir immer noch auf zwei Boote setzen. Ich glaube nämlich nicht, dass hier besonders viel los sein wird. So, ein Boot, der Rest bitte wieder zurück ins Depot. Ja, damit bin ich zufrieden. Jetzt gucken wir nochmal hier nach. Oh, da vorne brennt es. Brand gelöscht. So, jetzt haben wir hier wieder das Problem, dass wir hier die Produkte nicht loswerden. Das ist doch ärgerlich. Wir gehen aber hier auf 100% zurück. Wieso nimmst du das nicht an, hier die Dinge abzuholen? Denn den Bedarf haben wir eigentlich. So, auch hier mit den Verkaufswaren, auch das funktioniert nicht so richtig. So, hier kommt doch aber auch ein Laster an, also wieso? Ah, jetzt hat es geklappt, vielleicht müssen wir mal hier auf 100% bleiben und warten und beobachten das einfach mal weiter. Eigentlich müsste das hier klappen, aber ich glaube, wir brauchen hier nochmal einen Weg für die Verkaufskosten.
Güter, dass wir die nochmal importieren. Das reicht nicht aus, was wir hier in unseren Ausbildungsstätten von unserer Berufsschule fertigen. Aber gut. So, hier fährt das Schiff. Das gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Hier einmal herum. Jawohl, prima. Ja, und mit der Fahrt um unsere Burgruine an der Moselschleife am noch nicht entwickelten Moselweg entlang. Oh, da sind wir ganz schön große Gewerbeeinheiten. Das gefällt mir noch nicht, aber da kümmern wir uns vielleicht das nächste Mal drum. Ja, also das Schiff scheint leer zu fahren. Das soll uns aber nicht weiter stören. Und mit den Impressionen unserer Stadt von dem Stadtteil Bruch und Hiesfeld und der Altstadt im Hintergrund bedanke ich mich an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin!